Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Trials Fusion. Wir sind immer noch im Hain des Grünschnabels. Und wir haben ja jetzt hier die Medaille im Wasserwerk geholt und auch im schmutzigen Derby. Jetzt werden wir uns natürlich den Cliffhanger anschauen. Und wir haben definitiv noch keine Herausforderungen. Ich weiß nicht, wie das mit den Herausforderungen geht. Ist das ein Flugzeug? Halt und lande die perfekte Superman-Pose über den Fluss. Okay. Dann müssen wir uns mal anschauen, wie das geht mit den Posen. Das schauen wir uns später aber an. Ich möchte jetzt erstmal überall Gold holen und dann werden wir uns um die Posen widmen. Wie gesagt, diese Strecke hier kenne ich auch noch nicht. Deswegen spielen wir die jetzt mal. Und es dauert bestimmt eine Zeit, bis wir auch hier den Underwater Frank geschlagen haben. Wie gesagt, wenn ihr ebenfalls auch dieses Spiel habt, meine Freunde. Oh, was denn? Ups. Wenn ihr auch dieses Spiel habt, dann dürft ihr mich adden, um damit wir uns battlen können. Aber hier muss ich. Ich muss schneller die Drehung kriegen. Okay. So, dann lassen wir hier. Und jetzt sind wir auf der Strecke. Wunderbar. So, da haben wir uns schon kassiert. So, hier sollten wir die Superman-Pose machen, allerdings. Keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht mal, ob wir den hier schlagen können. Aber es sieht gut aus, meine Freunde. Es sieht sehr gut aus. Hier lassen wir uns mal ein bisschen Zeit. Wir wollen ja jetzt nicht wirklich hier unser Dings jetzt noch. Hier geht's ganz schnell runter. Jawohl, haben wir auch wunderbar gemeistert. Hier geht's wieder hoch. Oh, und da haben wir direkt die Medaille. Also wir haben ja direkt sofort. Oh, und da haben wir direkt auch eine Auszeichnung bekommen von Uplay. Sehr schön, meine Freunde. Das heißt, wir schaffen wahrscheinlich zwei Folgen diesmal. Auf jeden Fall erschlagen wir ihn. Da steht es wieder. Auch hier haben wir ihn kassiert. Der wird sich freuen, wenn er sich einloggt. Und in was für eine Zeit ohne Fehler. Meine Freunde, das war wirklich genial. Über 4 Sekunden haben wir ihn geschlagen. Wunderbar, dann werden wir jetzt den letzten Part machen. Beziehungsweise von diesem Level. Das ist ja alles noch Anfangslevel hier. Und dann, wie gesagt, können wir weiter freischalten. Dann kümmern wir uns um Tricks und so weiter und so fort. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Mir macht das Spiel auf jeden Fall richtig Spaß. Und direkt schauen, dass wir jetzt hier vom Platz kommen. Oh, die Explosion da. Wir dürfen nicht ins Straucheln kommen. Nein, das war schlecht. Okay, neu. Direkt neu anfangen. Aber ich sehe auch hier den Geist irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich sehe ihn nicht. Oh nein! Da kommen wir immer ins Straucheln. Da müssen wir da ein wenig abbremsen. Hier kommen wir sehr schön auf. So, jetzt kommt doch gleich die Passage, wo wir ein wenig vom Gas gehen sollten. Das machen wir jetzt auch hier. Na, das war zu früh. Was steht da immer? Komme so weit wie möglich, ohne dich zu. So, ich muss schon mal. Komme so weit, ohne dich zu neigen. Okay. Also, wir dürfen uns gar nicht neigen, oder wie? Ah, dann wäre das ja jetzt hier. Habe ich nur Silber? Ne, will ich nicht. Ich will nochmal neu. Aha, ich darf mich also gar nicht bewegen. Das ist ja noch bitter. Ich habe gedacht, das wäre auch wieder so ein Zeitrennen. Deswegen habe ich auch hier keinen Geist. Da muss man am Anfang wahrscheinlich direkt seine Position einstellen. Oh nein, okay.
Ich verstehe, ich verstehe. Also geht's ja wirklich nur. Neuer persönlicher Rekord zielen. Nee, aber ich habe ja hier keinen geschlagen. Dann geht es ja wirklich nur darum, wirklich mit Gas zu arbeiten. Das ist sehr schön. Dann verstehe ich das auch. Ah, das war schlecht. Also nochmal neu. Die Frage ist, wann haben wir den Frank geschlagen und wann nicht? Das sehe ich jetzt, glaube ich, hier in dem Level gar nicht, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ne, ich kann es hier eigentlich nur wiederholen. Wie soll ich denn den schlagen? Ich verstehe das nicht. Moment. Gucken wir uns mal an. Ich habe nur Silber. Da ist er natürlich ganz klar mit. Oh, er hat 226 Meter. Ah, da müssen wir nochmal. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen, meine Freunde. Da müssen wir da nochmal ran. Also 226 Meter. 200 Watt für. Oh, guckt euch mal an da. Habt ihr gesehen für Gold? Also hier kommen wir nochmal sehr schön auf. Sehr schön mitgenommen den Sprung. Jawohl. Nein, wir hätten hier nicht so viel Gas geben dürfen. Da müssen wir wieder. Ach, ich wollte ja gar nicht speichern, verdammt. Wir müssen uns auch verbessert haben nochmal. Ne, haben wir nicht. 108. Er hat 226. Aha, okay. Also es geht hier wirklich nicht um Zeit. Oder die Zeit spielt nur primär eine Rolle. Ah, das war schon schlecht. Hier ist besser. Sehr schön aufgekommen. Hier verlieren wir immer ein bisschen die. Hier müssen wir ganz langsam hoch. Ah, seht ihr, zu viel Gas gegeben und dann. Ja, gut, okay. Aber ich komme dahinter langsam. Hier machen wir mal richtig Boden gut. Seht ihr, wie schön das hier läuft? Ah, das war schlecht Gas gegeben. Nein, wieder zu viel Gas. Also an den Balken darf man definitiv kein Gas geben. Gut zu wissen, sehr gut zu wissen, sehr schön hier. Hier lassen wir auspendeln und ausrollen. Na, okay, das war jetzt noch. Da müssen wir doch ein bisschen Gas geben. Ich habe gedacht, man hätte da so drauf gekonnt. Ah, oh, da, na, das, wenn wir so aufkommen, ist das scheiße. Aber wir können hier ruhig Gas geben. Hier kommen wir schön mit dem Hinterrad auf. Sehr schön. Hier auch wieder. Dann pendeln wir jetzt hier aus wegen den Balken. Gehen wir hier ganz langsam Gas, meine Freunde, ganz langsam. Oder Gas müssen wir schon geben, sonst kommen wir da nicht hoch. Oh, das haben wir nochmal gerettet. Dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. Na, das war zu viel. Aber 227 Meter und wir haben Goldmedaille. Und dann haben wir ihn auch hier geschlagen. Wunderbar, meine Freunde. So soll das sein. Dann haben wir ihn auch gleich hier kassiert. So, und wir haben neues Outfit-Anwärterzeugs bekommen, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, also dann haben wir ja jetzt sozusagen das erste Level schon abgeschlossen. Wir können ja mal schauen, was wir an Post bekommen haben. Denn irgendwie haben wir Post bekommen. Habe ich gesehen. Oder was passiert denn jetzt? Nee, das möchte ich ja gar nicht mehr machen. Ich will zurück. Ich will zurück. Moment, hallo. Wie kann ich das jetzt beenden, ja? Genau. Strecke verlassen. Genau. So, dann verlassen wir die. Ja, bitte. So, ich habe Post. Sie haben Post. Dann werden wir das mal hier mit der Maus machen. Die Server sind wegen Wartungsarbeiten. Das ist doch alles total alt, Mann. Das ist doch alles Bullshit. So, hier.
Stufe 1, Anwärter Solo ist in der Werkstatt verfügbar. Okay, dann nichts als ab zur Werkstatt. Ja, dazu müsste ich jetzt erstmal, wie komme ich jetzt hier raus? So, Werkstatt. Was haben wir hier freigeschalten? Hier eigentlich gar nichts. Oh, dieses Donkey, das hasse ich ja wie die Pest, ne? Dann schauen wir hier nochmal, was wir hier, vielleicht ein Bodykit oder so. Ne, ein Bodykit haben wir auch nicht. Räder? Ja, wir haben Räder freigeschalten. Wunderbar. Nehmen wir jetzt die oder die? Ich glaube, die sind besser, ne? Ja, dann wählen wir die aus. In Rot sehen die natürlich geil aus. Zu unserem Fahrzeug. Ja, Moment, warte mal. Das waren aber die einzigsten, ne? Ja. Wir haben nur die einzigsten, die wir da wählen können. Okay. Farben hat sich, glaube ich, nichts geändert, ne? Räder, Verkleidung. Ne, die ist geblieben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, so lassen wir unsere Karre. Also ich mag die Buggy ja wirklich sehr. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal ein neues Level im Angriff nehmen können. Ich denke mal schon, dass wir zumindest mal die Tutorial-Mission erfüllen. Dann gehen wir mal und starten das Tutorial-Programm. So, mal schauen, was jetzt passiert. Trainingsprogramm 2. So, und ab geht's dafür. Welcome to the Samsara Industries Training Program, Level 2. Welcome back, Ryder. It's me, Cindy. Hallo, Cindy. Aha. So, wie, was soll ich jetzt machen? Ja, das war nur Kacke. Was soll ich denn da machen? Warte mal. Also. Hier oben müssen wir bremsen, das ist ja klar. Ach, ich hätte auch gar nicht Dings, ich hätte einfach nur bis zum letzten Punkt kommen können. So, jetzt sollen wir uns nach vorne lehnen. Ah, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ah, Mann. Verdammt. Ja, und weißt du, was wir Fehler gemacht haben? Wir haben uns nicht nach vorne gelehnt. Das ist unser Punkt. Ach, Mann, ich wollte das doch hier gar nicht. Neustart. Ich soll einfach nur B drücken. Ja, Cindy, wir wissen es. So, nach vorne lehnen, meine Freunde. Nach vorne lehnen ist hier wichtig. Ah, das war zu viel. Das war zu viel. Nein, wir kommen ins Straucheln. Das war zu wenig Gas. Okay. Jetzt haben wir es doch eben geschafft. Nein. Oh. Wir lehnen uns auch zu früh. Aber wir können es noch retten. Nein, wir können es nicht retten. Also, jetzt haben wir es aber geschafft. Wunderbar. So, jetzt sollen wir hier die Wand runterfahren, oder wie? Ja, wir sollen davor fahren. So sehe ich's. Ja, aber dann klatschen wir ja voll davor. Wow, habt ihr das gehört? Ja, da haben wir es geschafft. Habt ihr das gesehen, meine Freunde? So geht's. Ein Rückwärtssalto? Jetzt habe ich es nicht gelesen, Mann. Ja, das war ja wohl mehr als... Oh nein, da sind wir noch gecrashed. Das kann ja nicht sein, oder? Was sollen wir denn jetzt hier machen? Hä? Wie geht... Ne, wir müssen doch hier stehen, oder? Hä? Ne, irgendwie. Aber da geht's doch weiter, genau. Also hier müssen wir uns drehen. Und jetzt müssen wir gucken. Ah, wir sind. Da haben wir es geschafft.
So, ich soll einfach mich nach vorne lehnen, okay? Aber dann klatschen wir da auf. Wir gucken einfach, ob wir hier durchkommen. So, haben wir wohl geschafft. Jetzt haben wir auch ein neues Motorrad. Wunderbar. Gut, passt ja. Ich würde sagen, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Auch diese Folge ist wieder zu Ende. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.